hier einfach aussieht, ne? Boah. So gut gemacht, Leute. Boah, mega. Wie kommen wir da rauf? Das sind Wächter. Wow. Mehrere? Das hat mich entdeckt. Ha! Ups. Die Maschine ist schnell. Hochgehen, kriegen wir den schnell. Oder kommen wir schnell? Kommen wir gut auf den Kopf? Okay, wir gehen mal hier hoch. Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Oh ja. Oh nein! Oh. Ich Idiot. Ah, na toll. Ich geh nochmal hoch. Langhals springen können. Oder von da. Von hier. Okay. Und los! Ah, nice. Okay, jetzt hoch auf seinen Kopf. Wow. Leute, das ist unfassbar gut. Und nice! Überbrücken! Oh, geil! Nur einen kleinen Moment, dann bin ich wieder runter. Jetzt haben wir nur noch die Hauptquest. Aber wo läuft der jetzt hin? Auf jeden Fall haben wir ein Level up. Wir gucken jetzt erstmal, wo wir lang müssen. Da. Lassen wir uns halt bis dahin tragen. Ganz einfach. Gebracht hat, genau, weiß ich nicht, aber. Aber na gut. Wahnsinn.
so gut aus, Leute. Wir genießen einfach mal die Aussicht. Das ist ein Service. Vielleicht trägt er uns ja dahin. Oder läuft er wieder rum? Der trägt uns echt dahin, ne? So fast. Die Karte wurde erweitert. Stimmt. Wir seilen uns jedenfalls ab. Wow. Warum? Beobachterereignisprotokoll. Okay. Das hat es noch mehr erweitert, ne? Wow, Leute, guckt mal. Da kommt was auf uns zu. Sehr, sehr cool. Und wieder eine Mission geschafft. Weiter geht's. Butter gemacht. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Aber halt mal. Wir müssen da hoch. Okay, dann lasse ich dich hier allein. Ich gehe alleine hoch. Es ist so schön hier. Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Wohin ist sie danach gegangen? Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Untersuche das Gebiet. Das ist Verbandszeug. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Feuerreste. Sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Das könnte eine Blut. Wir haben Krieger Munition hergestellt. Folgenden Spur. Wir skillen erstmal, weil wir hatten ein Level Up. Wir haben noch 3 Punkte. Und ich will ja eigentlich unbedingt hier auf den Bastler kommen, dass wir die Spulen wieder entfernen können. Oh, wir können Pfeile entschärfen. Und erneut. Das ist natürlich super. Wenn ich die mal wieder fail-mäßig stellen sollte. Munitionsbauer. Das brauchen wir dann erstmal nicht. Aber die Frage ist, macht das Sinn, jetzt schon dahin zu skillen? Weil eigentlich reicht das ja, was wir jetzt noch drin haben. Was haben wir noch? Schwerlastträger. Aber die schwere Waffe. Achso, die finden wir immer nur, ne? Das ist natürlich auch gut. Konzentration. Das ist auch sehr gut. Doppelschuss. Auch gut. Dreifachschuss. Schnellladen auch gut. Eigentlich wäre es besser, wenn wir erstmal dahin skillen, ne? Zielbalance. Schlag von oben. Sollen wir erst Bastler skillen, um zu modifizieren? Oder direkt Hau drauf? Was meint ihr?
glaube, wir kriegen ja eh noch genug Skillpunkte. Wir gehen erstmal drauf. Und haben gar nicht genug. Lol. Wir brauchen erstmal 3 noch. Oh, Mist. Na gut. Das dauert sowieso. Wir folgen jetzt erstmal der Spur. Zu spät. Beim nächsten Mal. Na toll. Spuren. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Was ist das? Oh Mist. Oh shit! Kritischer Treffer, oh Mist. Fast. Wir könnten auch mal wieder. Wir müssten mal wieder speichern eigentlich. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ich brauche Fleisch. Na toll. Oder müssten wir eigentlich herstellen können? Immer noch nicht. Fettes Fleisch. Wovon kriegen wir das denn? Jedenfalls nicht von Truthähnen. Doch, das schon. Aber ich kann nicht mehr looten. Na gut, weiter geht's. Auch genug. Da hoch. Was ist das? Komm, schon hoch. Was? Hier. Gut. Ich dachte schon, wir kommen nicht hoch. Ein toter Sägezahn. Vielleicht hat Sona ihn erledigt. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Wer weiß, wer weiß. Dieser Spur gehen wir nach. Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Baal hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt, bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Oh, verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Okay, dann folgen wir ihr. Auf
der anderen Seite dieses Bergs haben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Die Sünden der Alten sind dort begraben. Verderber-Dämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Gewagte Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Das werden wir sehen. Eigentlich bräuchte ich ja Fleisch. Oh, ich habe gar nicht gespannt, ich Idiot. Oh. Lol. Komm schon, lauf dich weg. Ah. Halt still. Oh. Ah. Oh. Entschuldigung, ich komm schon. Ich brauchte nur etwas Fleisch. Wow. Wow, was passiert hier? Warum wird das so dunkel? Da bin ich. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann? Bumm. Dann lasst uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Okay. Schauen erstmal in die Vorratskiste. Und hier war auch noch eine. Gut. Kein Platz. Kein Platz. Okay. Also. Wie gehen wir es an? Erledige die Kultisten und verdorbenen Maschinen. Zerstöre die Lohebehälter. Verdorbene Maschinen und die Kultisten. Und welche Lohebehälter? Was? Die. Okay, aber wie machen wir es? Wenn wir einen Pfeil schmeißen, entdecken sie uns. Da können wir rüber. Aber sie sehen uns. Und auch nicht. Okay. Wir schleichen uns jetzt ran. Von hinten. Oh shit. Wenn wir jetzt auf ihn schießen, dann decken sie uns. Mist. Das war gar nicht gut. Verdammt. Wo sind sie? Wow. Das war ultra schlecht. Super schlecht. Wir werden die Aggro auch nicht verlieren. Thank you.
Station. Okay. Oh nein! Ach, komm schon. Der Schatten wird dich finden, wohin du auch gehst. Oh nein! Super schlecht. Okay. Das hilft. Komm schon. Versammeln, bereit machen. Wow. So ein Mist. Da, sie ist über uns. Für den Schatten! Yes. In Deckung zu gehen ist keine Chance. Sehr gut. Nochmal alles geben, der Schatten verlangt es so. Mist. Oh nein, das waren alle. Menschenkill. War das nicht optional? Ach, schade. Das hätte wahrscheinlich mehr EP gebracht, ne? Na gut. Wir warten den Level up, das ist sehr gut. Wir gehen aber erstmal ein bisschen looten. Oben war noch einiges. Bevor wir mit Sona reden. Ja, mit Maus wäre es wesentlich einfacher. Ich bin echt schlecht mit dem Controller. Oh Gott. Leute, es tut mir so leid. Alles klar. Was hätten wir? Ich habe schon zu viel dabei. Ja, gut. Man kann nie genug haben. Okay, das wäre es, glaube ich, erstmal. Vielleicht können wir noch ein bisschen herstellen. Das ist sehr gut. Perfekt. Okay. Und wir skillen. Wir können nicht skillen. Weil ich leider alles verbraucht habe. Wir hätten da echt skillen sollen, ne? Schlag von oben wäre praktisch gewesen. Und Zielbalance. Gut, aber wir sparen. Wir sparen entweder für den Doppelpfeil oder für Bastler. Mal gucken. Ah.
Okay, davon haben wir genug. Vor allem können wir eigentlich aufrüsten, ne? Wenn wir die Waffen modifizieren, unseren Jägerbogen. Plus 27 Schaden ist natürlich sehr super, aber... Ah ne, wir haben gar nichts Besseres. Unseren Charge 16%. Ne, wir haben echt nur Crap. Handhabung? Was bringt denn Handhabung? Was bringt denn bitte Handhabung? Bei der Schleuder brauchen wir das? Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Wahl, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Wow. Die Ausgrabungsstätte. Wo ist sie? Ach so, hier einfach untersuchen. Na gut. Spur markieren. Und jetzt? Da hoch? Was soll hier sein? Das sind enge Spuren. Ich glaube, es führt eher runter. Und jetzt? Hier. Was soll hier sein? Da. Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohevorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Oh yes. Ich habe was gefunden. Ich habe etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleid. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu! Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Sehr gut. Und jetzt müssen wir da ganz hin. Zum Roten Echo. Aber wir haben hier noch
Hatten wir hier nicht noch? Das waren die Prüfungen. Hier hatten wir noch das Banditenlager. Da können wir gleich auch noch hin. Allerdings... Lasst mich überlegen. Was ist denn hier? Ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Banditenlager. Das liegt nämlich fast auf dem Weg. Gut. Mein Pferd ist weg. Ich markiere das die Quest schon mal. Das waren... Genau. Die offenen Aktivitäten. Das machen wir jetzt. Rede mit Neil. Ups. Wir porten uns jetzt zum Lagerfeuer. Und zwar... Ist der näher dran? Wir porten uns einfach mal hier hin. Dann können wir gleich wieder ein Pferdchen zähmen. Und machen erstmal Partende.